Guten Morgen, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Survival Fontaine of Youth. Wir machen noch eine Folge. Ich wollte noch mal gucken, ob wir noch ein bisschen was herstellen können in den Aufgaben, um noch ein paar Überlebenspunkte zu sammeln und dann noch mal was verteilen zu können. Ja, das ist erstmal so der Plan. Und dann werden wir hier dann erstmal wieder sicherlich Pause machen. So, dann nehmen wir uns ein bisschen Fleisch mit. Wir müssen erstmal was uns zu essen organisieren. Wir können nicht immer nur vom Kokos leben, ne? So. Oh, dann gucken wir gleich mal. Hey, du könntest eigentlich auch noch mitkommen. Oh. Wo ist der Pfeil? Hey. Ich hätte gerne noch was zum Lunch. Das ist ein Fuchs. Könnten wir auch noch mitnehmen, aber... Was das halt für kleine Kollegen sind, ne? Gut, Huhn, du hast nochmal Glück gehabt. Wir wollen dich jetzt nicht jagen. Genau. Und ich habe mir überlegt, dass wir dann nochmal bei BeamNG vielleicht auch nochmal reingucken. Ein, zwei Sachen machen. Da kamen auch neue Aufgaben, viele Updates, Verbesserungen etc. Hinzu. So, Leute. 28.01. kommt Enshrouded. Da freue ich mich auch sehr drauf. Da machen wir bestimmt auch nochmal was zu. Dann werden wir jetzt hier mal ein bisschen Feuer machen hier. Oh, den müssen wir auch bald reparieren. Am besten werden wir nochmal einen Feuerstein finden. Wir machen uns nochmal auf den Weg, denn, ne? So, erstmal zwei Füchse durchjagen, was das hier ist. Und die zwei Fleischsachen. Sehr schön, dann haben wir das. Können wir noch irgendwas zufällig machen? Nö, passt. Doch, Skorpione hatten wir noch gesammelt. Müssen wir nochmal schnell ein grünes Blatt holen. Wenn das Feuer gerade brennt. Genau, dann gucken wir jetzt gleich mal in die Liste. Ist schon wieder nachgewachsen. Was wir jetzt mal herstellen können, wie eine Eisenschaufel. Da gab es, glaube ich, einen Überlebenspunkt für... Eine Kupfersäge, eine Eisennadel. Ich glaube, das können wir alles herstellen. Genau. Und dann können wir vielleicht noch mal ein paar Überlebenspunkte verteilen. Zack, erledigt. Sehr schön. Dann machen wir gleich mal Yam Yam. Das Ding können wir auch zerstören. Ach ja, die Haut, die müssen wir noch fertig machen. Mmh, lecker, 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 lecker. So. Da, wir wollen Haut trocknen. Zack, noch eine Gerberei. Haben wir die jetzt auch wieder im Inventar? Ja, ne? Genau. So, die Stoßzähne hier, oder was wir hier hatten, können wir auch wieder wegpacken. Zack. Wenn ich alles aufheben, ne? Das Buch der Jagd, da fehlt noch etwas lesen. The book has already been read. Okay, warum ist es nicht, warum haben wir das nicht? Oder immer noch im Inventar? Strange. Gut. Machen wir die eine Haut dran hier. Genau, dann gucken wir mal, Leute. Und zwar im Charakter hier. Feuerstein. Da brauchen wir noch eine Scherbe. Ich weiß nicht, wo wir die finden. Müssen wir mal gucken. Können wir das auch mal mit Pilzsuppe? Sauberes Wasser, Ritterling. Oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu crazy. Was haben wir noch? Ich stelle ein komplettes Set Algenkleidung her. Was braucht man denn dafür? Algenstoff. Und Algenstoff wird aus Halymenia und Drilla geguckt. Gucken wir gleich mal, wie viel wir davon brauchen. Haben wir da überhaupt noch was von? 5 Eigenstoff an sich hätten wir noch. Ich glaube, das haben wir alles verarbeitet. Hydrilla hätten wir noch etwas, oder wie das heißt. Das andere nicht mehr. Nee. So. Hier haben wir nur einen Feuerstein. Den haben wir aber gefunden an sich. Wir können ja mal gucken. Wir nehmen mal die 5 Algenstoff mit. Level 4 Farmen. Okay, da ist wieder was gewachsen.
Ja, wo? Hier? Komplettes Set. Der Algenhut. Einmal Liane. Kein Werk. Ah, wir haben jetzt noch keine Nadel, ne? Pass auf, dann machen wir erstmal die Nadeln. Haben wir überhaupt noch welche kaputt? Und dann stellen wir uns eine Eisennadel her. Ich weiß, dass wir eine Eisennadel brauchten. Um einen Punkt zu kriegen, können wir nämlich herstellen. Barren haben wir ja noch. So. Zack. Den Hut haben wir, oder? Ne, ist kaputt gegangen, die Nadel. Okay, einen Hut haben wir. Dann müssen wir jetzt mal so eine Dings herstellen. Ich glaube aus einem Eisenbarren. Charakter. Das war hier nämlich hier auch irgendwo eine Nadel. Eisennadel. Was brauchen wir dafür? Nur ein Eisenbarren. Wahrscheinlich. Zünden. Da war noch Kohle drin. Eisennadel. Da. Bringen wir 3 Stück aus einem Barren. Gut. Zeit läuft. Es wird auch schon wieder dunkel. Oh, richtig dunkel schon wieder. Ein bisschen Wasser trinken hier. Noch eine Kokosnuss. Gut, die beiden Nadeln, die können wir zerstören hier. Die aus den Fischgeräten, die sind jetzt kaputt. Aber eine haben wir noch. Okay, da können wir noch vielleicht noch mal. Den Hut haben wir. Poncho braucht 2x Stoff. Aber es wird nicht ganz reichen, das Algenkram. Fischgrätnadel ist jetzt auch kaputt. Gut, dann können wir die auch zerstören. Dann werden wir gleich die Eisennadel benutzen. Bisschen Crafting machen. Achso, Arbeit. Ich dachte, das geht automatisch. Jetzt haben wir diesen einen Überlebenspunkt da unten. Und sagen wieder Feuer löschen, bitte. Sommerwasser kriegen wir jetzt schön durch Regen. Machen wir uns den Poncho noch schnell fertig. Obwohl wir das natürlich nicht anziehen. Wie viel haben wir jetzt noch Stoff? Nur noch 2, glaube ich. Ja, das wird nicht reichen. Eine Hose, 1. Ja doch, könnte reichen. Gerade so ein Schuh. Auch, ja, ich glaube, es könnte passen. Zack. Und nochmal Schuhe. Vielleicht kriegen wir das, es fehlt uns eine Liane, ist aber nicht schlimm. Wir gehen jetzt aber auch erstmal schlafen. Die Liane haben wir gleich hier hinten im Wald. Dann haben wir da schon mal einen Punkt wieder. Nehmen, Flasche voll machen, trinken. So, dann gehen wir jetzt schlafen. So. Muss jetzt Tag 298 sein. Wir sind noch nicht ganz bei einem Jahr angekommen. So, Lian, wir hatten hier im Wald irgendwo. Oh, hier wächst alles. Wie sieht denn der Zustand aus? Ist erwachsen. Aber wir müssen nachdüngen, oder wie? Kann das sein? Haben wir hier noch Dünger? Nehmen. 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 Heißt das nach Kürbis erwachsen? Können wir den jetzt ernten? Interaktion. Tatsache. Können wir ernten. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht nachdüngen. Okay. Also dann haben wir alles wachsen lassen. Ernten wir das jetzt nochmal schnell hier. Und zwar 2x Vanille und den Samen dazu. Bauplan Vanille studiert. Kamillenblüten haben wir gesammelt. Könntest du jetzt vielleicht wieder Dünger hinzufügen bei der Kamille. Ist erwachsen. So, dann haben wir unsere Ananas. Nice.
Ah, die bleibt erstmal stehen. Also du kannst, wenn dann musst du sie fällen, dann kannst du was anderes pflanzen. Kokospflaumen, nice. Vanille. Dann hatten wir den Mais. Den Kürbis. Wow. Nice. So, und jetzt Wassertank ist noch voll. Hatten wir aufgefüllt. So, dann machen wir mal Düngen. Düngen. Das ist immer... Warum er jetzt zwei hat, weiß ich hier nicht. Immer noch Dünger. Düngen. Düngen. Gut, holen wir uns unsere Liane. Kann man die auch essen? Das ist natürlich sehr schwer. Jetzt müssen wir erstmal Gewicht ablegen. Mal zerstören. So, dann haben wir einen Kürbis. Können wir den jetzt essen? Gibt 15 Essen. Ja, nice. Dann haben wir noch die Frucht hier, die Beeren, gibt nochmal Flüssigkeit. Auch sehr schön, bevor das vergammelt, ne? Ananas und so. Mais. Cool. Gut, holen wir uns noch ein paar Lianen, Leute. Machen den Anzug fertig, dann sollten wir auch nochmal einen Punkt kriegen. Oh, das ist noch ein Pfeil. Ah, hier bei der Schlange daneben geschossen. So, Lianen hatten wir ja hier irgendwo auch. Meine kleinen Freunde. Hatten wir hier irgendwann auch. Vielleicht mache ich, wie gesagt, jetzt demnächst wirklich mal eine ganz entspannte Twitch-Folge davon. Einfach, um mal wieder ein bisschen zu farmen quasi. Also Ressourcen aufzufüllen. Dafür würde sich das sehr gut eignen. So, müssen wir mal gucken. Da hinten sind welche. Ich sehe es schon geradeaus. Umschlungen. Ach, wo wir hier schon überall waren, ne? So. Eine nur, reicht aber auch. Ah ne, wir brauchen da nochmal welche. Muss ja auch die Schuhe noch herstellen. Es gab doch hier noch so einen dicken Baum. Mit umschlungenen Lianen, Leute. Nicht hier. Ach, hatte ich meine Steinaxt fallen lassen. In welchem Zustand? Kaputt, weil damals konntest du noch nicht zerstören. So lange liegen geblieben. Da ist Schlange. Alter, gib mir jetzt noch mal bitte ein paar Lianen. Ich glaube, die Schlangenbisse können uns gerade nichts mehr anhaben. Das hatten wir, glaube ich, schon gelevelt mit den Überlebenspunkten, ne? Da waren wir, glaube ich. Wir waren hier, müssen wir mal links. Da muss irgendwo noch ein Bäumchen sein. Ich hoffe, das Ding ist voll. Oh. Kollege, beruhige dich. Ein Pfeil reicht nicht. Zum Fleisch wäre ganz gut. Noch das Skorpion. Ich glaube, die können uns noch vergiften. Alles klar, sind wir fast zu schwer, aber ist egal. So, wo ist jetzt der Baum? Hier direkt? Da. Im Sumpf. Nice. 10 Stück, das passt. Und jetzt zurück zum Herstellen. Wo müssen wir denn hin? Da, einmal nach.
Osten rüber. Komplett. Kompletto. Leicht überladen. Sammeln wir jetzt noch ein paar Punkte. Verteilen die. Viel mehr können wir dann auch erstmal jetzt so nicht tun. Zumindest was Neues angeht und so, ne? Im Basebuilding ist jetzt auch noch nicht so viel Neues passiert eigentlich. Ich hoffe, da kommt noch einiges auch an Inventar, dass man sich schön einrichten kann. Oh, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, Leute. Leicht überladen. Im Regen. Und dann sprintest, levelst du halt das deine Stärke und so auch. Jetzt sind wir hier. Okay. Im Nebel verlierst du immer leicht manchmal deine Orientierung, ne? Sind wir schon wieder da. Dann machen wir das Set jetzt noch komplett, ich denke mal. Das sollte jetzt funktionieren. Ich hoffe, dieser blöde Fahnenstoff, den wir noch zufällig hatten, reicht. Aber ich glaube, ja. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, ehrlich. Also wer was Chilliges mal sucht, kann ich wirklich nur empfehlen. So ein bisschen auf Survival-Kram steht. Das ist natürlich jetzt kein Hardcore-Survival, aber auch kein Easy-Survival. Finde ich, es ist ein richtig guter Mix. Gut ausbalanciert. Wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft hier noch bringt. Außer dieses eine, die eine Region, die auf jeden Fall noch kommt. So, was sagt die Uhr? Wir haben es noch nicht abends, aber es regnet. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen was tun. So, erstmal Lianen. Erstmal die eine noch. Genau, ich hatte jetzt keine grünen Blätter. Bedeutet, wir können jetzt erstmal die Hose fertig machen, ne? Was hat man jetzt eigentlich dabei gepackt? Poncho? Hose haben wir schon. Und Hut. Das heißt, brauchen wir nur noch die Schuhe. Ja. Nice. Punkt. Sehr schön, meine Freunde. Braucht aber kein Mensch den Scheiß. Ich weiß nicht, was die macht. Reduziert Schaden von Tieren. Mhm. Und ist halt leicht, ne? Eine gute, wenn du jetzt nur auf Materialfarmen gehst oder so, wird es viel tragen. Kann man die vielleicht mal einziehen. So, hier ist die Algenausrüstung. Sehr schön. Das freut uns doch. So. Dann haben wir da auch einen Punkt gekriegt. Dann werden wir jetzt den nächsten anschauen. Suppe wollen wir jetzt nicht mal. Stelle eine Kupfersäge her. Brauchen wir einen starken Ast und einen Kupferbarren. Starke Äste hatten wir hier irgendwo, glaube ich. Biegsamer Ast, starker Ast. Einmal mitnehmen, bitte. Ich glaube, Kupfer hat man noch ein einziehen. Haha. Das musste erstmal alles wieder respawnen damals. Da konnte man noch nicht genug miternten. Und das Wasser bleibt jetzt auch endlich mal so ein bisschen noch hier drin. Es ist nicht gleich weg. Nachdem es aufhört zu regnen. So, dann bitte mal entzünden. Da ist immer noch Kohle drin. Und dann werden wir eine Kupfersäge bauen. Messer. Falls das hier überhaupt ist. Kupfer, Tank, Messer, Axtklinge, Pfeilspitze, Nägel, Nadel, löschen. Hier machen wir es schon mal nicht. Na, kann ich das? Doch, hat er gelöscht. Gut. Dann kann es eigentlich nur eine Werkbank sein, ne? Kupfer. Säge, jawohl. Dann brauchen wir den Herstellungshammer, alles klar. Zack, haben wir auch gemacht. Dann können wir nämlich unsere Obsidiansäge im Inventar. Die ist wahrscheinlich auch bald kaputt. Messer. Das ist unsere Säge hier. Ne, geht noch. So, packen wir die Kupfersäge in unsere Metallkiste hier hinten. Als fertiges Werkzeug erstmal. Zack.
Haben wir uns auch einen Punkt gemacht, Leute. Sehr schön. Und dann haben wir noch... Was können wir noch machen? Hier, Eisenschaufel können wir, glaube ich, noch machen. Ja, Eisenschaufel. Zur Herstellung. Nee, doch zur Herstellung. Maschinenherstellung, verbesserte Werkbank. Ein Eisenbaumast und ein Barren. Müssten wir auch noch haben. Ja, Baumast, Barren. Sind natürlich überladen. Ja, aber wir sind gleich da. Haben wir nochmal einen Punkt? Wir haben das Rezept aber noch nicht, wie es aussieht. Ne, doch, da müssen wir hin. Entschuldigung. Da, Eisenschaufel. Platzieren auch mit dem Hammer. Und los geht's. Zack, wird schon wieder dunkel. Haben wir das Ding auch. Sehr nice. Packen wir auch erstmal hier rein. Für die nächste Etappe, wenn irgendwann das Update kommt, haben wir ein gutes Werkzeug. Bereit den Fleisch. Dann können wir auch schon wieder schlafen gehen, liebe Freunde. Und dann gucken wir mal, was wir noch herstellen können. Ja, es fehlt halt noch schön Einrichtung. Wir hatten jetzt hier nur das Waffenregal neu dazu bekommen, ne? So. Was können wir noch machen? Stell ein komplettes Set Leinenkleidung her. Dafür brauchen wir noch dieses Flachs, ne? Sehnenfäden kriegen wir ja aus Tieren, aber hier Leinenstoff, den kriegen wir aus Flachs. Zweimal Flachs für einen Leinenstoff. Wie viel Flachs hatten wir mal mitgebracht? Zweimal Flachs für einen Leinenstoff. Zweimal Stoff. Dreimal Stoff sind schon fünf. Die Hose auch. 3 sind 8. Die Hose sind 10. Also wir brauchen 20 mal Flachs. Hatten wir das nicht irgendwo mitgebracht, liebe Freunde? Wie war das so? Doradenflüsse. Schimmel. Ich war so, als hätten wir Flachs gesammelt. Das ist vielleicht in der Karre noch drin. Seelenfäden hätten wir sogar noch. Gucken wir nochmal schnell rein. Und dann geht's ins Bettchen hier. Das könnte man halt auch noch alles schön machen, ne? Da ist nichts drin. Lila Koralle. Wir hatten noch Flachs geerntet. Bin ich mir auch todsicher. Als wir die neue Insel erkundet haben. Oder ist das irgendwie vergammelt? Nee, ne? Und jetzt auch ein Holzdings. Blablabla. Tabakblätter? Ne, die vergammeln nicht. Sonst würde das ja auch schon weg sein, ne? Und dann eine Muschelschale. Wir hatten noch Flachs gesammelt. Haben wir das vielleicht schon... das haben wir bestimmt benutzt, ne? Für irgendein Upgrade der Schiffe wahrscheinlich. Kann ja nur so sein. Dass wir da Leinenstoff brauchten. Gut, das heißt, können wir jetzt gerade nicht machen. Können wir leider nicht machen. So, Abogo machen. Können wir nicht herstellen. Da fehlt uns Flachs für Leinenstoff. Okay, was könnten wir denn noch machen? Stelle eine Eisenarmbrust her. So einen Ast hätten wir. Eine Bogensehne weiß ich nicht. Werkzeug. Hier, das brauchen wir noch. Die Basis der Eisenarmbrust. Ein Barren. Verbesserte Schmiede. Werkzeug haben wir noch 2. Die hat man immer gefunden in den Schiffswracks, ne? Diese Werkzeugkisten sozusagen. Mal ein Eisenbarren her, dafür haben wir es ja auch alles geholt, ne? Entzünden.
Ah, wir haben jetzt keine Kohle mehr drin. Okay. Eins, zwei. Sollte reichen. Eins, zwei. Anzünden. So, Basis. Der Eisenarmbrust. Platzieren. Den Hammer. Dauert eine Stunde. Arbeit. Haben wir gemacht. So. Und jetzt gucken wir dann nochmal zur Herstellung. Das haben wir, das haben wir. Den Eisenarm haben wir, aber wo kriegen wir nochmal eine Bogensehne her? Warte mal, löschen kurz. Kohle brennt. Bogensehne. Einmal Dings an der Gerberwerkbank. Haben wir doch. Dann können wir uns die Eisenarmbrust auch herstellen. Sehr schön. Eins, zwei Sehnen. An der Gerberwerkbank. Wo ist die hier? Verbesserter Webstuhl. Das hier. Bogensehne. Platzieren. Eine Stunde. Zack. Dann holen wir uns noch so einen Eisenbaumast. Zack. Sind überladen. Und stellen das jetzt schnell her. Da sind wir auch schon wieder fast durch. Dann gucken wir jetzt nochmal, was wir für Punkte verteilen. Wo wir die Punkte jetzt nochmal verteilen. Irgendeinen großen Vierer könnten wir, glaube ich, noch voll machen. Die Einser hatten wir alle schon angefangen, glaube ich. Das war die Distanz. So, bitte nochmal entzünden. Und dann machen wir... Wo wird die gemacht? Ah, Werkbank. Okay. Sehr schön. Sorry. Da müssen wir dran. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, Leute. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr Bock habt. Wir werden auf jeden Fall hier noch weitermachen. Weiß noch nicht genau, womit. Wie gesagt, wir werden bei BMG jetzt nochmal reinschauen. Ein, zwei Folgen vielleicht machen. Je nachdem, was, wie viel es reicht. Da ist sie. Platzieren, Hammer. Bam, haben wir nochmal einen Punkt. Pulling a crossbow. Lassen wir auch erstmal hier drin, die haben den Bogen. Können sie uns ja mal kurz angucken. Ist mal doof, dass du das hier so mühselig ziehen musst. Pfeile haben wir da jetzt noch nicht für. Kann sie euch leider nicht besser zeigen, weil sie nicht anlegt ohne Pfeil. Boah. Ja, aber wie eine Armbrust halt aussieht, ne? So, bedeutet, wir gucken jetzt, was wir verteilen. Machen die Armbrust hier auch erstmal rein, wo wir unsere Metallarbeit immer so machen. Und dann sind wir durch für heute. Überlebenspunkte. Wir hätten jetzt 6 zur Verfügung. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch einen Vierer voll machen. Das hier ist vielleicht ganz gut. Krankheiten widerstehen. Oder Konzentration. Im nächsten Punkt können wir giftige Tiere sehen. Das heißt, wir würden dann auch die Schlangen angezeigt kriegen in dem Blick. Auch nicht sonderlich unwichtig. Da hätten wir noch... Können wir noch einen Punkt machen? Da hätten wir genau einen Dreier und einen Vierer. Das wäre super. Vielleicht schaffen wir das hier noch kurz. Haben wir noch immer schnell zum Bauen? Ernte 10 Samen. Wärmesalbe. Bau ein Druck auf das Schwefel. Wir haben noch gemacht. Schiffsreparatursatz. Holzbrett. Seil aus Häuten. Und Eisennägel. Ah, haben wir nur einen. Erledigt. Große Falle. Kupfer haben wir auch nicht mehr. Schade, können wir nichts mehr machen. Fehlt uns zum Material. Na gut, dann verteilen wir, würde ich sagen. Was haben wir denn noch? Durstregulierung passt eigentlich. Hunger im Moment auch. Lernen. Punkt 2. Jede fünfte vollendete Überlebensaufgabe. Gewährt nochmal einen Vorteilspunkt. Aber nicht mehr rückwirkend. Bringt uns aber nichts, weil wir haben jetzt schon. Das sind die Sachen, die wir gerade gemacht haben. Ist ja blöd. Lesegeschwindigkeit ist natürlich schon mal geil. 50% brauchst keine 10 Stunden, aber jetzt auch nicht so wichtig. Und Alchemie.
Schalte das Rezept für Schlangentrank frei. Da kannst du es halt selber machen, ne? Die Tränke. Aber wir machen erstmal hier oben. Ich würde sagen. Was ist bei Gift 4? Verringert den Schaden durch Vergiftung der Lebensmittel um 50%. Natürliche Erholung, halt alle Arten von Verdauungsstörungen 50 besser. Ne, dann machen wir, Verdauungsstörung ist erstmal egal, dann machen wir, dass wir ja besser sehen können, die Schlangen halt auch. Und ein bisschen weniger Hunger haben. Genau, sehr schön. Gut, liebe Freunde, damit haben wir es doch wieder für heute. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ansonsten wünsche ich euch noch was, ne? Schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wie ihr es gerade seht hier. Bis dann, euer Master.